Ja, Musik aus alten Zeiten bleibt im Gedächtnis. Schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter einer Demenz. Etwa 70% von ihnen werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Viele bringt das an den Rand ihrer Kraft. Der Malteser Hilfsdienst bietet jetzt einen Kurs an, der Angehörige von Demenzkranken entlasten soll. Und im Studio begrüße ich dazu jetzt Bettina Mohr von den Maltesern. Sie ist dort Koordinatorin für Besuchs- und Begleitdienste. Frau Mohr, wie sieht es aus, wenn Angehörige Demenzkranke pflegen? Was bedeutet das für die Leute im Alltag? Welche Probleme tauchen da auf? Das größte Problem für Angehörige ist die starke zeitliche Beanspruchung durch die Pflege und Betreuung. Sie sind im Verlauf der Erkrankung irgendwann 24 Stunden am Tag und das an 7 Tagen in der Woche mit der Betreuung ihrer Angehörigen beschäftigt. Das heißt, da bleiben ja gar keine persönlichen Freiräume mehr. Nein, also es gibt fast überhaupt keine Gelegenheit mehr, Hobbys auszuüben oder soziale Kontakte zu pflegen. Viele vernachlässigen auch ihre eigene Gesundheit, indem so etwas wie Arzttermine gar nicht mehr wahrgenommen werden. Welche Hilfe und Unterstützung gibt es denn für pflegende Angehörige jetzt über den Kurs hinaus? Wir sind als Malteser Träger eines sogenannten Angebots zur Unterstützung im Alltag. Und in diesem Rahmen kommen speziell qualifizierte Freiwillige in die Familie und entlasten die Angehörigen bei der Betreuung. Und als zweites Angebot bei uns gibt es unser sogenanntes Café Malta. Einmal im Monat ein Unterstützungsangebot für pflegende Angehörige und Demenzerkrankte. Kommen wir zurück auf den Kurs, den Sie jetzt anbieten. Was lernen die Leute da konkret? In erster Linie geht es um Informationen über die Erkrankung, um Verhaltensweisen zum Beispiel einordnen zu können. Es gibt umfangreiche Tipps zum Umgang mit den Erkrankten. Wie kann ich den Alltag gelingend gestalten? Und natürlich Tipps, wo kann ich mir Unterstützung holen? Gibt es dazu so ein Beispiel aus der Praxis? Wie kann in welcher Situation entlastet werden? Also es geht ganz konkret um bestimmte Zeiten, wo Freiwillige in die Familien gehen. Jemand hat regelmäßig einmal in der Woche einen Sportkurs zum Beispiel, den er weiter wahrnehmen möchte. Und dann ist jemand aus unserem Helferinnenkreis dort und bleibt bei dem zu pflegenden Angehörigen. Muss man eigentlich Vorkenntnisse oder bestimmte Voraussetzungen mitbringen für den Kurs? Nein, es gibt keine Vorkenntnisse, die Pflicht sind oder Voraussetzungen. Wir haben festgestellt, dass es manchmal hilfreich ist, wenn man Erfahrungen mit der Erkrankung hat, weil man dann immer wieder auch mal ein Aha-Erlebnis hat und weiß, wovon die Rede ist. Also es ist schwierig, wenn man noch nie etwas von der Erkrankung gehört hat und keine Vorstellung hat. Wie sieht das aus mit so gewissen sozialen Kompetenzen? Sollte man die mitbringen? Es ist immer hilfreich, wenn man in der Lage ist, sich selbst ein wenig zurückzunehmen. Und man muss sowohl als Freiwilliger als auch als Angehöriger in der Lage sein, sich komplett auf den Erkrankten auch einzustellen und einzulassen. Die Teilnehmer an dem Kurs bekommen ja ein Zertifikat, wenn der Kurs zu Ende ist. Ist das dann sowas wie ein offizieller Nachweis für eine bestimmte Tätigkeit? Ja, wir sind landesrechtlich anerkannt und mit diesem Zertifikat können die Freiwilligen zu jedem anderen Träger gehen und sich dort auch einsetzen lassen. Haben Sie da irgendwie schon so ein bisschen Resonanz von Leuten, die sich angemeldet haben? Wenn ja, was sind das für Leute? Es gibt Anmeldungen für den aktuellen Kurs. Das sind in der Regel Freiwillige, die dann auch bei uns tätig werden möchten. Aber auch Angehörige oder Menschen, die diese Qualifikation in beruflichen Zusammenhängen benötigen. Bettina Mohr, Koordinatorin für Besuchs- und Begleitdienste bei den Maltesern zum neuen Kurs für Angehörige von Demenzkranken. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Bitte schön.